Liebe Geschwister, wenn es in der Welt drunter und drüber geht, wie gut, dass wir da den Blick nach oben haben zum Herrn, dass wir wissen, das wird alles vergehen, so schlimm es jetzt auch ist in dieser Endzeit, wo die Völker wüten, wo Israel bedrängt wird, wo Kriege sind, Erdbeben, Katastrophen. Wie schön auch, dass wir wieder manches aufbauen können, so wie jetzt in den zerstörten Erdbebengebieten. Wir wollen hier wirken, solange es Tag ist, uns nicht entmutigen lassen, weiter dem Herrn dienen. Der Psalm, den ich heute mit uns betrachten möchte, den hat mir der Herr aufs Herz gelegt. Ich habe den vor einigen Jahren schon mal ausgelegt und eigentlich wollte ich ihn nicht auslegen, aber der Herr hat mir immer wieder gesagt, diesen Psalm, der ist jetzt dran. Und das war, bevor diese Angriffe auf Israel erfolgt sind. Und es ist der Leidenspsalm Jesu, der Psalm 22. Und hier werden beschrieben die Leiden zunächst einmal des Königs David, der diesen Psalm empfangen hat vom Herrn und aufgeschrieben hat. Auch die Leiden des Volkes Israel sind hier in symbolischer Sprache enthalten, jetzt eben sehr aktuell. Die Leiden der Gemeinde, der bedrängten Gemeinde, gerade auch in der Endzeit. Aber ganz direkt und das auch sogar zum Teil hier ganz wörtlich, die Leiden Jesu am Kreuz. Und deshalb gilt er als einer der messianischen Psalmen, in dem die Leiden Jesu am Kreuz wirklich wörtlich vorausgesagt sind, und zwar 1000 Jahre vorher. Und von daher ist gerade auch dieser Psalm und viele andere Stellen im Alten Testament ein Beweis für Prophetie, dass es Gott gibt, dass er Propheten gesandt hat, hier den König David. Kein Mensch hätte das in dieser Genauigkeit voraussagen können im Jahre 1000 vor Christus, was dann in Jesus Christus bei seiner Kreuzigung und auch Auferstehung geschehen ist. Das sehen wir hier in prophetischer Sprache im Psalm 22. Ich lese zunächst mal, ich kann jetzt nicht den ganzen Psalm lesen, aber einige Verse, dann möchte ich mit uns beten und dann werden wir Vers für Vers diesen sehr wichtigen Psalm betrachten. Ein Psalm Davids vorzusingen, nach der Melodie die Hirschkuh der Morgenröte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern von den Worten des Seufzens. Mein Gott, bei Tag rufe ich, und du antwortest nicht, und auch bei Nacht finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du in den Lobgesängen Israels thronst. Unsere Väter vertrauten auf dich, und weil sie dir vertrauten, rettetest du sie. Zu dir schrien sie und wurden gerettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, spotten über mich, reißen das Maul auf und schütteln den Kopf. Sie sagen, er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, wenn er Gefallen an ihm hat. Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht, da ich noch an der Brust meiner Mutter war. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht fern von mir, denn ich habe Angst. Es ist hier kein Helfer. Große Stiere haben mich umgeben, gewaltige Stiere von Baschan haben mich umringt. Ihr Maul sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin wie ein vergossenes Wasser. Alle meine Knochen sind zertrennt. Mein Herz ist in meinem Körper wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Tonscherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde haben mich umringt, eine Horde von Bösen hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen einzeln zählen, sie aber schauen und machen sich über mich lustig. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht fern, meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vor dem Schwert, meine einsame Seele aus der Gewalt der Hunde. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen, errette mich von den Hörnern der Büffel. Soweit, ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass ihr dazu auch erhebt. Lieber Herr, wir sehen hier das Leiden des Königs David, das Leiden des Volkes Israel, auch das Leiden der bedrängten Gemeinde, aber vor allem dein Leiden, Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha, wo sich vieles hier wortwörtlich erfüllt hat, was hier schon vorausgesagt ist. Und wir rühmen dich, allmächtiger Gott, dass du das alles offenbart hast und dass wir erkennen dürfen, du lebst, du sitzt im Regiment und du wirst den Sieg erringen.
Ja, du hast ihn schon errungen am Kreuz auf Golgatha. Dafür loben wir dich und beten dich an und bitten dich, dass du auch jetzt uns leitest, weiterhin in diesem Gottesdienst, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Ausruf, das Gebet Jesu am Kreuz, bevor er gestorben ist. Und deshalb gehen wir davon aus, dass er diesen Psalm gebetet hat. Er hatte diesen Psalm innerlich und auswendig als der Sohn Gottes und hat diesen Psalm gebetet. Und deshalb ist er so wichtig, gerade wenn wir auch heute das heilige Abendmahl feiern, dass wir diesen Psalm betrachten. Zu Vers 1. Dem Vorsänger nach der Melodie, die Hirschkuh der Morgenröte, ein Psalm Davids. Das hat schon eine tiefere Bedeutung, denn die Hirschkuh gilt als Symbol für ein gejagtes Tier, das gejagt wird von Jägern mit Hunden. Die Hunde, die auch später erwähnt werden, die das Kreuz umringt haben, ich deute es schon mal auch im Neuen Testament. Und hier also wird beschrieben, dass die Verfolgung des Gottessohnes Jesus Christus stattfinden wird, so wie auch bei David, seinem Vorfahren, dem königlichen Vorfahren, der auch verfolgt wurde. David wurde verfolgt von Saul und dann von seinem eigenen Sohn Absalom. Israel wurde verfolgt und wird bis heute verfolgt und bedrängt. Die Gemeinde wird verfolgt. Und der Herr Jesus wurde verfolgt schon von der Geburt an, wo der König Herodes die Jungen in Bethlehem unter 2 Jahren töten lassen wollte. Und dann schließlich wurde er ans Kreuz gebracht. Und dann Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Auf Aramäisch, Eli, Eli, lama, lasraftani. Warum hast du mich verlassen, mein Gott? Das hörte sich an wie Elias, deshalb meinen sie, er ruft den Elias, aber er hat gesagt, mein Gott. Nun fragen wir uns natürlich, Jesus ist doch auch Gott, ja, er ist doch der Sohn Gottes, warum sagt er mein Gott? Und da sehen wir das Geheimnis der Dreieinigkeit. Der Vater und der Sohn sind unterschiedliche Personen des einen göttlichen Wesens. Nicht der Vater ist am Kreuz gestorben, sondern der Sohn. Der Sohn, der Mensch wurde, der Fleischesgestalt angenommen hat. Nur er konnte sterben und er starb stellvertretend für dich und für mich, um unsere Schuld und Sünde zu sühnen. Und daran gedenken wir auch immer beim Abendmahl. Einer ist für alle gestorben, die das im Glauben annehmen. Der Herr Jesus hat sein Leben für dich und mich hingegeben. Denn unsere Sünden, die trennen uns ewig von Gott. Kein Mensch hätte Zugang zum Himmel, außer durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergossen hat. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Bist du schon ein Kind Gottes? Das ist die Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Und das hat der Herr Jesus am Kreuz deshalb gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ruft hier zu seinem Vater, weil er nie von seinem Vater getrennt war, außer in diesem Moment, wo er nämlich die Sünden, die Schuld der ganzen Welt auf sich geladen hat. Weil die Sünden von Gott trennen. Deshalb war er in diesem Moment vom Vater getrennt. Und das war das Allerschlimmste. Das Schlimmste waren nicht die leiblichen Qualen, die waren auch furchtbar. Wir werden es noch hören. Das Schlimmste war das Getrenntsein von seinem Vater am Kreuz auf Golgatha, weil er in dem Moment die Sünden getragen hat. Aber dadurch, dass er sein Blut vergossen hat, hat er sie weggewaschen, diese Sünden. Bei allen Menschen, die das im Glauben für sich annehmen, dann werden wir gereinigt, wenn wir so mit Jesus in Verbindung sind und ihn als unseren Retter angenommen haben. Man kann auch sagen, der Unschuldige starb für die Schuldigen. Der Sündlose starb für uns Sünder. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und dann wird es weiter beschrieben. Ich werde es jetzt nicht so ausführlich erklären, aber in bildhafter Sprache und auch ganz real. In Vers 3, mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Hier ist auch zunächst einmal der König David, der lange Verfolgungszeiten erleiden musste. Aber auch am Kreuz kann man sagen, ja, in dieser Zeit, wo der Herr am Kreuz hängt, da ist diese Gottesferne zu spüren, das Getrenntsein vom Vater, was ja auch dann durch die Finsternis, die über das Land kam, von Gott auch ganz konkret gezeigt wurde. Jetzt diese Finsternis, aber danach kommt, wissen wir ja, kommt der Sieg der Auferstehung. Und in diesem Gebet geht es weiter mit Vers 4, wo der Beter sagt, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und weiter, auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Und das hat der Herr Jesus auch am Kreuz so wissen dürfen.
ja, der Vater, er wird mich auferwecken. Und so ist es ja auch dann geschehen. Aber zunächst das Leiden Israels und das Leiden des Gottessohnes. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Das lesen wir an einer weiteren prophetischen Stelle im Alten Testament noch etwas ausführlicher. Und zwar, ich habe es letztes Mal beim Abendmahl gepredigt, Jesaja 53, wo es ja heißt, er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von Menschen und so weiter. Das wird da ganz ausführlich beschrieben, ja, wie verachtet der Retter war von denen, die ihn abgelehnt haben. Es haben ihn ja nicht alle abgelehnt, aber die, die ihn verspottet haben am Kreuz, das kommt jetzt in Vers 8 und 9 in Psalm 22. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf und sie sagen, er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Und so kamen ja auch die Spötter und sagten, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Und eigentlich hat der Teufel das durch sie gesagt. Er wollte ja nicht, dass der Herr sein Blut vergießt für uns und uns reinigt. Der Teufel wollte noch im letzten Moment das Erlösungswerk zunichte machen. Aber der Herr ist am Kreuz geblieben. Er hat den Tod geschmeckt bis zum Ende. Und das hat er getan für dich und für mich. Es haben viele gespottet. Vom Volk, die hohe Priester und Schriftgelehrten, die meisten, dann auch die römischen Soldaten, ja, haben ihn geschlagen, weissage uns doch und so weiter. Aber der Herr hat dann nicht geantwortet, diesen Spöttern. Dann Vers 10 und 11. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Hier sehen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass der Mensch Mensch ist schon im Mutterleib. Wir haben heute Morgen beim Vorbeifahren, sehen wir immer sonntags jetzt gerade wieder, die Abtreibungsgegner auch stehen unten vor der Abtreibungsberatungsstelle. Und es beeindruckt es immer sehr, dass Christen da hier auch hinstehen und das bekennen. Wir sehen gerade hier, der Mensch ist Mensch schon von Mutterleib an, von der Zeugung an. Und so sagt auch hier der Beter, auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Schon da ist der Mensch ein Geschöpf Gottes. Aber er muss auch, wenn er sobald er eine Entscheidungsfähigkeit hat, den Glauben persönlich für sich annehmen, den Herrn annehmen im Glauben. Und die Mutter spielt übrigens auch am Kreuz eine große Rolle, wo fast alle den Herrn verlassen haben. Da stehen unter dem Kreuz, wird berichtet, die Mutter Jesu, Maria und der Apostel Johannes. Und der Herr Jesus sagt, nimm zum Johannes, nimm sie als deine Mutter an. Das ist jetzt deine Mutter. Und zu Maria, das ist jetzt dein Sohn. Selbst da denkt er noch an seine Lieben und sorgt so für seine Nächsten. Und wir wissen, dass er ja sogar für seine Feinde gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, und jetzt werden so die Leiden der Verfolgten und auch am Kreuz beschrieben. Vers 12, sei nicht fern von mir, Drangsal ist nahe, kein Helfer ist da. Und weiter, es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan. Sie sperren ihr Maul auf gegen mich wie ein reißender und brüllender Löwe. Da kann man sich jetzt auch vorstellen, in prophetischen Erfüllung, diese Pharisäer, Schriftgelehrten, hohe Priester, die den Herrn ja umringt haben und gesagt haben, er sagt, er sei der Messias und jetzt seht ihr, wie er stirbt. Da wird keiner mehr auferstehen. Das haben sie ja geglaubt, aber irgendwie doch nicht ganz, sonst hätten sie das Grab nicht bewachen lassen. Aber sie haben nicht an ihn geglaubt. Sie hatten nur Angst, dass es vielleicht doch stimmt, was er gesagt hat. Aus Eifersucht haben sie ihn gekreuzigt. Sie wollten herrschen und da sehen wir auch, wie auch falsche Motive, selbst bei führenden Leuten, eben gerade bei Theologen, Schriftgelehrten sein können. Sie wollen nicht, dass einer über ihnen herrsche, sie wollen die Macht haben. Das sind alles falsche Motive. Und jetzt werden beschrieben weiter im Psalm 22 die furchtbaren Qualen bei der Kreuzigung. Ausgeschüttet wie Wasser bin ich, alle meine Gebeine sind ausgerenkt, mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Und seht ihr, zur Zeit des Königs David war die Kreuzigung
noch nicht bekannt. Das kam erst später von den Persern. Und die Hände und Füße durchbohrt, das ist ein ganz deutlicher prophetischer Hinweis auf die Kreuzigung Jesu. Das kann keiner bestreiten, auch historisch nicht. Hier wird die Kreuzigung vorausgesagt, genauso wie beim Propheten Zacharja, wo es heißt, sie sehen auf mich, den sie durchbohrt haben, wird hier vorausgesagt vom Messias. Die Kreuzigung war eine überaus grausame und furchtbare Todesstrafe. Den Aufgehängten quälten furchtbarer Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber, Angstzustände. Diese Hängelage verursachte Atemnot. Und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur hinauszögern, indem er sich immer wieder gestützt auf die Nägel in den Füßen versuchte aufzurichten. Ein furchtbares Sterben. Der viel gnädigere Tod ist die Enthauptung. Aber Kreuzigung und solche Todesarten, auch die Verbrennung der vielen Märtyrer, wenn wir daran denken, das ist sehr schlimm, Feuer und dieser Kreuzigungstod. Da hat der Herr das für uns erlitten. Aber wie gesagt, seine innerliche Qual, das Getrenntsein vom Vater, als er die Sünden auf sich lud, das war noch wesentlich schlimmer. Und dann wird auch vorausgesagt, was genauso geschehen ist, 1000 Jahre vorher vorausgesagt, in Vers 19, Psalm 22, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Und seht ihr, das ist zum Beispiel auch eine Prophetie, das konnte niemand jetzt sagen, das steht in der Bibel, wir erfüllen das, das haben nämlich die römischen Soldaten erfüllt, die Feinde Jesu, die haben diese Prophetie erfüllt. Es musste so kommen. Und was mich traurig macht, die Kleider Jesu, die sind ihnen wichtiger als der Gekreuzigte selber. Ja, diese Kleider, die wollen wir haben, aber den Messias, den nicht. Mit einer Ausnahme, es wird uns berichtet vom Hauptmann, der immerhin erkannte, seht, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Hier ist nur das Wort gewesen falsch. Er ist Gottes Sohn und wird Gottes Sohn in Ewigkeit sein. Aber da kommt doch eine Ehrfurcht auf. Vielleicht hat er sich bekehrt, dieser Hauptmann. Selbst da hat der Herr noch ja, so überzeugend gewirkt, dass Menschen zum Nachdenken und auch zum Glauben gekommen sind. Dann kommt die Wende ab Vers 20. Und das ist das Wunderbare in diesem Leidenspsalm Jesu, dass jetzt die Wende kommt, nicht nur die Klage und das Leiden. Da heißt es jetzt, und er spricht hier zu seinem Vater, du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe, errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Das hat der Herr sicherlich am Kreuz auch so gebetet, wie der König David bei seinen Verfolgern. Und dann der wunderbare Ausruf, ja, du hast mich erhört. Das hat der Herr prophetisch geschaut, seine Auferstehung. Du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. Und wir wissen ja, im Neuen Testament steht dann der Siegesruf Jesu, es ist vollbracht. Im Griechischen noch viel gehaltvoller, tetelestai, das hat viele Bedeutungen, vollbracht, vollendet. Es wurde das Ziel erreicht seines Wirkens, also ein erfülltes Leben, der Sieg über den Tod am Kreuz noch nicht, aber dann bei der Auferstehung. Aber es ist er vollbracht geworden am Kreuz, das Sühnewerk, das wurde vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Und dann ist der Herr auferstanden, dritten Tag, und dann wurde die frohe Botschaft verkündigt. Und auch das wird vorausgesagt, die frohe Botschaft ist in die ganze Welt hinausgegangen. In allen Staaten der Erde gibt es Nachfolger Jesu, auch da, wo Verfolgung herrscht. Und so heißt in Vers 23 folgende, so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Weltweit wird die frohe Botschaft verkündigt. Und dann heißt noch, ich überspringe jetzt einige Verse aus Zeitgründen, Vers 28. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde ist die frohe Botschaft hinausgegangen. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden, der Nationen. Damals war das Heil noch stark auf Israel konzentriert, aber auch damals gab es schon viele Gerettete aus den Nationen. Und heute ist die Botschaft weltweit verbreitet worden, bis zu den letzten Stämmen der Erde.
Und es steht ja im Neuen Testament, wenn Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen die frohe Botschaft gehört haben, dann kommt der Messias wieder. Und so schließt der Psalm dann mit den Versen: Das Königreich gehört dem Herrn, er ist der Herrscher über die Nationen. Vers 30, es werden essen und anbeten alle Großen der Erde, vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, er wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Und dann noch der letzte Vers, die letzten Verse, 31. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen, vom Herrn wird man Kindern und Enkeln erzählen. Sie werden kommen und dem Volk, das geboren wird, seine Gerechtigkeit verkünden, denn er hat es vollbracht. Der Sieg Gottes. Und wie ich am Anfang gesagt habe, die Feinde toben. Sie toben gegen den Herrn Jesus. Und wenn sie gegen Israel ziehen, wollen sie eigentlich, und das ist ja der Islam und auch manche anderen, auch Atheismus und andere Richtungen, die wollen die Wiederkunft Jesu verhindern. Deshalb dieser Hass gegen Israel, wo ja der Herr wiederkommen wird und seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Das soll verhindert werden. Deshalb tobt der Teufel so. Das ist der eigentliche Grund. Und deshalb wollen wir auch beten für Israel, dass es auch jetzt den Sieg erhält und dass auch aus den anderen Völkern hier, da gibt es ja auch trotz allem auch noch viele Christen, auch bei den Nachbarvölkern natürlich, wollen ja das auch differenziert sehen, aber dass auch da die Christen standhaft bleiben und sich auf die Seite Israels stellen und dass diese ganzen Kämpfe ein Ende finden. Wir wissen, dass allerdings auch am Ende der Kampf von Harmagedon kommen wird. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht, ob es jetzt soweit ist oder ob es noch dauert. Aber wir wollen immer bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Und dafür dient auch die Stärkung durch das Abendmahl, dass wir auch wieder geistlich gestärkt werden, dass wir an das Opfer des Herrn denken, von seinem Sieg her leben, Kraft haben, der Sünde zu widerstehen, im Glauben zu wachsen, dem Herrn nachzufolgen von Tag zu Tag. Und dazu möge der Herr auch diesen Gottesdienst gebrauchen. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dass er dazu aufsteht. Geliebter Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg gegangen bist. Ja, des Getrenntseins vom Vater am Kreuz auf Golgatha, wo du unsere Sünden getragen hast und dieser schrecklichen Leiden, seelisch, auch körperlich. Aber wir danken dir, dass du der Sieger bist, dass du auferstanden bist und lebst und dass wir von deinem Sieg her leben dürfen und vertrauen dürfen auf dich. Stärke unseren Glauben in dieser Endzeit, dass wir ja gefestigt auch auf das zugehen, was jetzt kommt, was auch gestern angefangen hat. Wir hoffen und beten, dass es kein Weltenbrand wird, Herr. Bitte halte deine schützende Hand über Israel, aber auch über deine Gemeinde weltweit, Herr. Wir bitten dich, Herr, komme du bald und komme als der Sieger und richte dein Reich auf mit allen, die dich lieben, Herr. So loben und preisen wir deinen heiligen Namen. Amen.